Strauss wurde vor 140 Jahren geboren. Er ist heute unser Thema. Strauss kam 1864 in München auf die Welt. Sein Vater war der gefeierte Solohornist der Königlichen Hofkapelle, Franz Strauss. Der kleine Richard war ehrgeizig. Er hat Geige gelernt und Musiktheorie und als Gymnasiast seine ersten Werke komponiert. Schon Anfang 20 war er vielerorts als Dirigent tätig. 1898, mit 34 Jahren, wurde Richard Strauss Hofkapellmeister in Berlin. Und in der Folgezeit schrieb er seine bekannten Opern. Salome, uraufgeführt 1905, dann Elektra, der Rosenkavalier und Ariadne auf Naxos. Im Studio begrüße ich einen Strauss-Experten. Er ist Dramaturg und hat seine Doktorarbeit über Ariadne auf Naxos geschrieben. Karl-Dietrich Gräve, hallo. Hallo, Frau Schneider. Die Ariadne ist dann wahrscheinlich auch Ihre Lieblingsoper von Richard Strauss? Nein, genau genommen sind es fünf. Die zwei Fassungen der Ariadne, die sind nur so besonders diskussionsträchtig. Deswegen habe ich da meine Arbeit geschrieben. Ja. Nein, aber Salome, Elektra, Rosenkavalier auch. Es sind fünf verschiedene Lieblinge gewissermaßen, aber zwei Ariadnen dabei. Ich habe eben gesagt, Richard Strauss ist auch umstritten. Einige Kritiker sagen, sein Werk sei zu gefällig. In dem Sinne, dass er zwar moderne Musik eingebaut hat, aber nur in so einer kleinen Dosis, dass es immer noch den Zuhörern gefallen hat und er damit Geld machen konnte mit seiner Musik. Welche Opern finden Sie denn innovativ von ihm? Ach, jeder auf ihre Weise ist innovativ. Auch die, die als retrospektiv und rückschrittlich bezeichnet worden sind, also die späteren Opern. Nein, aber am weitesten Neuland betritt Strauss ja in Salome und in Elektra. Und da erspart er dem schauenden Zuhörer keine Dodekaphonie, keinen Missklang, kein nervenzerreißendes Experiment, das hinter Schönberg oder Albanberg zurückbliebe. Also man kann ihm wirklich keinen Mangel an Innovation vorwerfen. Nur, er versteht etwas, er spielt wie ein Virtuose auf den Nerven seiner Zuhörer, wie Horowitz gewissermaßen, und er versöhnt die äußerste Nervenanspannung und Strapaze immer wieder mit einem unendlich balsamischen Wohlklang. Bei ihm ist das im Gleichgewicht. Also das kann man ihm ja eigentlich nicht vorwerfen, wenn er auch mal was macht, was den Zuhörern vielleicht so gefällt, dass sie es anhören können. Er ist im schönen Anhören genauso extrem wie im Missklang, in der Haarspalterei, in der Nervenspalterei. Kommen wir jetzt mal auf Salome zu sprechen, die Oper, die die Zuschauer gleich auch sehen werden. Richard Strauss hat sie nach dem gleichnamigen Drama von Oscar Wilde verfasst. Was schätzen Sie an der Oper? Dass sie so schön kurz ist. Eine Stunde und 40 Minuten. Das ist doch herrlich. Und in diesen 100 Minuten passiert ungeheuer viel. Sowohl auf der Bühne, das ist Handlung, wirklich kompress, spannend, Mord und Totschlag und ein enthaupteter Prophet, ein Heiliger, man muss sich mal vorstellen. Und im Orchester und auf der Bühne bei den Sängern passiert ja wahnsinnig viel. So komprimiert kann man das kaum in einer anderen Oper erleben. Das gefällt mir an der Oper. Salome verzückt da ja ihren Stiefvater Herodes mit ihrem Tanz, der ihr dann jeden Wunsch erfüllen möchte. Und sie wünscht sich dann, sie verlangt dann ja das Haupt des Johannes des Täufers auf einer Silberschüssel. Welche Inszenierung der Oper hat Ihnen am besten gefallen? Wenn ich so auf 50 Jahre zurückblicke, die von Wieland Wagner in den 60er Jahren mit Anja Silja. Das war eine, die mit sparsamen Mitteln, aber einer magischen Beleuchtungsregie auskam und sehr eindringlich war. Gar nicht viel Naturalismus oder Realismus, nicht viele naturalistische Details, sondern wirklich ein magischer blauer Raum. Und da konnte die Fantasie des Zuschauers gewaltig viel Realität erfinden. Was halten Sie von der Inszenierung, die die Zuschauer gleich sehen werden, von Joachim Herz in der Dresdner Semperoper? Ja, also die sieht nicht orientalisch aus. Das ist eine Mischung aus Turnhalle und Badeanstalt gewissermaßen. Aber damit lockert er die Aktionsplätze der Bühne sehr schön auf mit Leitern und Podesten.
Und er hat drei Schwerpunkte. Der Johannan, der Prophet, ist ungeheuer aktiv. Der schreitet wirklich das Maß der Bühne aus und geht den Leuten an die Gurgel. Einen so aktiven Johannan habe ich nie erlebt. Dann der Tanz der sieben Schleier ist für Salome, das ist ja der Verführungstanz für ihren Stiefvater Herodes, ist ja ein Tanz der sieben Kostümwechsel. Sie macht daraus eine, ja, ganz eindrucksvolle Modenschau, wenn man bedenkt, das war mit viel Aktion. Ja, das war Ende der 80er Jahre in Dresden. Das wirkt schon sehr mondän für diesen Aufführungsort. Und dann am Schluss, sie ist tot. Es bedarf gar nicht mehr der Soldaten, die sie mit ihren Schilden erschlagen auf Befehl des Herodes. Sie stirbt ihren Liebestod. Herr Gräbe, vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Deutung. Liebe Zuschauer, nun also von Richard Strauss die Oper Salome. Eine Aufzeichnung aus der Semperoper Dresden von 1989. Es singen Hans-Joachim Kettelsen Johannan, Günther Kurt Herodes, Ruth Asmus Herodias, Deborah Raymond Salome, Angela Liebold Page. Deren Füße weiße Tauben sind, man könnte meinen, sie tanzt. Wie eine Frau, die tot ist, sie gleitet langsam dahin. Was für ein Aufruhr! Was sind das für wilde Tiere, die da heulen? Sie sind immer so, sie streiten über ihre Religion. Ich finde es lächerlich, über solche Dinge zu streiten. Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Abend. Du siehst sie immer, du siehst sie zu viel an. Es ist gefährlich, Menschen auf diese Art an. Er sieht finster drein. Auf wen blickt er? Ich weiß nicht. Wie blass die Prinzessin ist. Niemals habe ich sie so blass gesehen. Sie ist wie der Schatten.
weißen Rose in einem silbernen Spiegel. Du musst sie nicht ansehen, du siehst sie zu viel. Schreckliches kann geschehen. Nach mir wird keiner kommen, er ist schön. Yeah.
es euch, dass ich eure Säfte holen lasse, Prinzessin, die nach den schönen Karten. Was er sagt, Prinzessin? Ja, er sagt, Prinzessin, er wird frisch ersucht, euch wieder zum Fest hineinzugehen. Prinzessin, es wäre besser, hineinzugehen, gestattet, dass ich euch führe. Prinzessin, er ist ganz laut. Nicht, Ulan Palästina, weil der Stab dessen er die schlug gebrochen ist. Wenn aus dem Saal Ich weiß,
Thank you.
Prinzessin, Prinzessin! Wer ist dies Weib, das mich ansieht? Ich will ihre Augen nicht auf mir haben. Warum sieht sie mich so an? Mit ihren Goldaugen unter den gleißenden Lidern. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich will nicht wissen, wer sie ist. Heißt sie Thank you.
Wenn wir zu dir kommen,
Warum kam sie nicht wieder zum Baguette, wie ich ihr befohlen hatte? Seltsames Bild. Es sieht aus wie ein wahnwitziges Wein, das überall nach Polen sucht. Dieser Tote hier, wer ist dieser Tote? Ich will ihn nicht sehen. Es ist unser Hauptmann. Herr, ich erließ keinen Befehl, dass er getötet werde. Er hat sich selbst getötet. Herr, das scheint mir seltsam. Der junge Syrer, er war sehr schön. Ich erinnere mich, ich sah seine schmachtenden Augen, wenn er Salome ansah. Fahrt mit ihm! Es ist kalt hier. Es weht ein Wind. Weht nicht ein Wind. Nein, es weht kein Wind. Ich sage euch, es weht ein Wind. Und in der Luft höre ich etwas wie das Rauschen von mächtigen Flügeln. Hört ihr es nicht? Ich höre nichts. Jetzt höre ich es nicht mehr. Aber ich habe es gehört. Es war das Wehen des Windes. Es ist vorüber. Hörst, hört es nicht? Das Rauschen von nächsten Flügeln. Du bist krank, wir wollen in neuen gehen. Ich bin nicht krank, aber deine Tochter ist krank zu Tode. Niemals hab ich sie so blass gesehen. Ich habe dir gesagt, du sollst sie nicht ansehen. Schenkt mir Wein. Salome, komm, trink Wein mit mir, einen köstlichen Wein.
Cäsar selbst hat ihn mir geschickt. Taufe deine kleinen Lippen hinein, mit deine kleinen roten Lippen, da will ich den Becher leeren. Hörst du, wie sie mir antwortet? Die ist deine Tochter. Sie hat recht und Stolz. Bring drei Verfrüchte. Salomita, ich sieg mir von diesen Früchten. Tina trug deine Kleine weißen Zähne in einer Frucht schäle ich so gern. Beiß nur ein wenig ab, nur ein wenig von dieser Frucht. Trag in dessen, was übrig ist. Du siehst, wie du diese, deine Tochter, erzogen hast. Meine Tochter und ich, stolz Geld. Dein Vater, komm, setz dich zu mir. Du sollst auf den Thron deiner Mutter sehen. Ich bin nicht müde, Tetrosch. Du siehst, wie sie dich achtet. Bringt hier! Was wünsche ich denn? Ich habe es vergessen. Ah, ich erinnere mich. Überdies ist er ein sehr großer Prophet. Ich kann mich am Leben, aber du hast Angst vor ihm. Ich habe vor niemandem Angst. Ich sag dir, du hast Angst vor ihm. Warum beliefst du ihn nicht den Jungen aus? Diese Drohnen auf ihn schreien. Wahrhaftig, ja, es wird besser, ihn in unsere Hände zu geben. Denn nur davon. Ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann, er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut, in unserer Tage zeigt sich Gott, wie Gott verbirgt sich. Darum ist großes Übel über das Land gekommen. Großes Übel. In Wahrheit war niemand auf Elias in der Tat Gott gesehen hat. Möglicherweise war es der Schatten Gottes, was er sah. Gott ist zu keiner Zeit erfordert. Er zeigt zu allen Zeiten und an allen Orten. Gott ist im Schlimmen ebenso wie im Buchen. Du solltest das nicht sagen. Es ist eine sehr gefährliche Lehre aus Alexandria. Und die Griechen sind heiden. Denn Gott ist sehr stark. Gott ist wahr, Gott ist furchtbar. Aber was diese Menschen angeht, den hat Gott nie gesehen. Seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Ich war nicht niemand. Er war der Letzte, er war der Letzte, der Gott. Von allen sind zu angesehen. Ich schau, in unserer Tat zeigt sich Gott. Nicht Gott wird zeigt sich. Ich werde es mir anschauen, wie er aus Alexandria. Ich glaube es
Prinzessin Elias, zu dir als 200 Jahre vergangen. Sicher, dass mir der Prophet Elias Tag, wo die Könige der Welt
Tochter der Herodias, tanze mich. Ich will nicht tanzen, nicht rein. Er wird auf seiner Krone sitzen. Er wird gekleidet sein in Scharlach und Purpur. Tanze mich. Unser Engel des Herrn wird ihn dann niederschlagen. Er wird von den Hörern gefressen werden. Ich werde es dir geben. Wirst du mir wirklich alles geben, was ich von dir begehre? Tetrusch, tanze nicht, meine Tochter! Alles, alles, was du von mir begehren willst, und jetzt die Hälfte meines Königreichs. Schwörst es, Tetrusch? Ich schwöre es, Salome. Wobei willst du das beschwören, Tetrusch? Bei meinem Leben, bei meiner Krone. Kannst du nicht. Bei meinem Gürtel. Oh, Salome, Salome, tanz für mich. Du hast einen Eid geschworen, Tetrusch. Ich habe einen Eid geschworen. Meine Tochter. Und wär's die Hälfte meines Königreichs. Du wirst schön sein als König, unermesslich schön. Ach, es ist kalt hier, es wird ein Eis darin, und ich höre, warum höre ich in der Lust, für dieses Bauschein von Frieden. Ach, es ist doch so, als ob ein ungeheiler schwarzer Vogel über der Terrasse schwebte. Warum kann ich ihn nicht sehen? Diesen Vogel, dieses Rauschen, ich schreck mich. Es ist mein schneidender Wind. Aber nein, er ist nicht kalt, er ist heiß. Gib mir Wasser, Kinder, gib mir Schnee zu essen. Mach mir den Mantel los. Mach mir den Mantel los. Dieser Glanz drückt mich, dieser Rose sind die Feinde. Ah, jetzt kann ich atmen, jetzt bin ich glücklich. Hey, willst du für mich tanzen? Salome, hier ist dir, dir von Eben kommt. Hier ist dir, dir von Bosra kommt. Dessen Kleid der Purpur gefärbt ist, er in der Schönheit seiner Gewänder leuchtet. Er möchte ich in seiner Tanz, 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 tan
soll seine Lohnheit. Ich will dich täglich belohnen. Ich will dir alles geben, was dein Herz mit dir tut. Was ist so hart? Sprich! In einer Silberschüssel. Sie ist reizend. Nicht, was ist, was du in einer Silberschüssel haben möchtest? O süße, schöne Salome, du die schöner ist als alle Töchter Judäas. Was sollen sie dir in einer Silberschüssel bringen? Sag es mir, was es auch sein mag. Du sollst es erhalten, meine Reichtümer gehören dir. Was ist es, das du haben möchtest, Salome? Salome! Im Kopf des Johannes!
sagst du nur, um mich zu quälen, weil ich dich so angeschaut habe, meine Schönheit hat mich verletzt. Bringt Wein, mich das Fett. Salome, lass uns wie Freunde zueinander sein. Bedenk dich. Was wollte ich sagen? Was war's? Ich weiß es wieder. Salome, du kennst meine weisen Frauen, meine schönen weisen Frauen, die im Garten zwischen den Myrten wandeln. Ich will sie dir alle, alle geben. In der ganzen Welt lebt ein König, der solche Frauen hat. Ich habe bloß 100, aber alle will ich dir habe ich drei wunderbare Türkise. Wer sie an seiner Stirn geträgt, kann Dinge sehen, die nicht wirklich sind. Es sind unbezahlbare Schätze. Was begehrst du sonst noch, Salome? Alles, was du verlangst, will ich dir geben, nur eines nicht. Nur nicht das Leben dieses einen Mann. Den Mantel des Bodenmüsters geben. Ich will dir den Vorteil des Allerheiligsten geben. Nein! Gib mir den Kopf des Johanna an! Was sie verlangt.
Ermut, Herr Kind. Es war Wein in meinem Becher, er war mit Wein gefüllt. Es hat ihn jemand ausgetrunken. Oh, der Wisch wird unheil über einen kommen. Meine Tochter trägt! Ich bin sicher, es wird ein Unheil geschehen. Eine schreckliche Stille. Es ist einfach zu Boden gefallen. Ich hörte was fallen. Es war das Schwert des Henkers. Thank you.
Thank you.
dieses Weib. Liebe Zuschauer, vor 140 Jahren wurde der Komponist Richard Strauss geboren. Hören Sie nun seine Tondichtung Don Quixote, Opus 35. Die Staatskapelle Dresden spielt unter der Leitung von Ottmar Suitner. Solisten Karl-Heinz Schröter, Violoncello und Manfred Schumann, Viola. Eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1984.
Thank you.